Ein neuer Orden hier ist im Shop angekommen. Megabeben, Wirbelschlag, ist ja ganz in Ordnung. Aber schaut euch mal den Gruppenfokus an. Zwar 100 Münzen, aber dafür können auch die Partner alle den Fokus benutzen und vielleicht sogar die Sternenattacken einsetzen. Ja, Mario, wusste ich doch, dass du ein gutes Auge für die coolen Orden da. 2 OP brauchst du. Willst du holen? Aber sowas von. So, den holen wir uns, den Orden. Leider können wir den noch nicht einsetzen, denn meine OP sind leider voll. Aber bei unserem nächsten Level-Up werde ich dafür sorgen, dass wir OP erweitern. Und apropos erweitern, wir wollen ins nächste Chapter gehen, somit Chapter 6 und Chapter 7 erweitern. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie geht es jetzt weiter? Also ich wusste, es würde irgendwas mit Lucky Lesser zu tun haben, aber sonst kam eigentlich immer Twing und hat gesagt, hey, geh da hin oder so, oder gib uns hier das einen Hinweis, wie der Ort zumindest heißt, dann kannst du auf die Map schauen und dann kannst du auf der Map sehen, ah ja, hier, da, links, rechts, oben, unten, da bin ich start. Aber jetzt war das nicht der Fall und ich gebe es zu, ich war zu faul und habe es einfach nachgeschaut und wir müssen erstmal in den Untergrund zurück. Wir müssen da, wo wir mit Sushi geschwommen sind, sprich hier, Moment. Ja, hier jetzt auch noch ein bisschen kochen können, aber habe jetzt keinen Bock. Wir weitermachen. Genau. Wir wollen hier rüber. Die Röhre führte ein, glaube ich, zu den Yoshis. Da wollen wir nicht lang. Genau. Hier gab es diesen Raum mit armer Gegnern. Das wollte ich gar nicht. So, aber nicht nur Gegner sind hier, sondern da oben habt ihr schon gesehen, die Stacheln. Und mit Lucky Lester kommen wir dann natürlich dann jetzt auch endlich ran. Machen wir mal den super Stachy-Wurf auf alle. Ja, ich weiß nicht. Mittlerweile würde ich sogar sagen, dass... Mach ein Jump? Was zur Hölle? Das kann nicht sein. Oh Mann, was eine Verschwendung gerade. Aber der Erdbeben muss es doch tun, oder? Oder? Sonst hau ich ab hier. Okay, das klappt zumindest. Sehr, sehr gut. Ja, leider kann ich jetzt nur einen angreifen. Dann ist es halt so. Ja, also was ich sagen wollte. Mittlerweile würde ich sogar sagen, dass ich Lucky Lester am besten finde von den Partnern. Vorher war es die Buu. Aber jetzt so viel ich halt habe. Ja, schon ziemlich, ziemlich nice to have. Bam. Und weg mit dir. Wir machen auch so 3 Damage ohne Erdbeben. Das ist interessant zu wissen. Jedenfalls habe ich jetzt ein bisschen ablenken lassen. Ich wollte gar nicht lang. Okay, ein Powerblock. Das war kein gutes Item mittlerweile, aber nehme ich mit. So. Bringen wir uns hier rüber. Oh, hier ist eine Röhre. Die führt uns wohin? In ein neues Gebiet. Wo ich nicht weiter kann. Dieser blöde Stachy. Warte mal, das sind keine normalen Stachys. Doch, sind das? Okay. Weiß nicht, die sahen jetzt für mich irgendwie ein bisschen anders aus als normale Stachys. Das ist die Frage, was ich mache, ne? Ne, machen wir Erdbeben. Dup. Dup. Zweimal Erdbeben sollte reichen für die beiden Halunken. Na wohl. Einmal Erdbeben und einmal kommen wir schnell mit dem Hammer nächste Runde. Und das war's. So, zack. Muss man uns immer bestätigen, oder? Warum dauert das so lang? That is weird. Ich hau die jetzt auf den Deckel. Good job. Okay, also links war auf jeden Fall ein Block. Aber da komme ich irgendwie nicht lang. Und das ist so ein linearer Weg. Oh Gott, schnell weg. Okay, hat geklappt. Okay, Lester, sind wir ein bisschen geschickter unterwegs als sonst. Geklappt. Was hast du denn für ein Cent? Oh Mann. Und vor allem sind es ja noch die grauen Blöcke. Das macht absolut keinen Sinn. Wir sind schon viel zu stark dafür eigentlich. Aber na gut. Da, das sind die richtigen Blöcke. Und das ist ein Trampolin. Das war ein Fakt. Naja. Muss ja auch bei den Fakten bleiben, ne? Was geht hier ab jetzt?
Ein Schatz? Für mich? Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen, Spiel. Oh, und wie das nötig gewesen ist, die Ultra-Stiefel! Boah, sehen die nice aus, einfach von Sonic geklaut. Die Angriffskraft von Marios Sprung wird verstärkt. Außerdem kannst du nun einen Tornadosprung ausführen. What? Drückst du A in der Luft? Warte, was? Oh, wer braucht einen Jump-Attacken? Und vor allem, wer braucht einen Double-Jump, wenn ich den hier hab? Okay, das ist sick. Das ist ja richtig sick. Ah, jetzt das erklärt doch einiges. Das erklärt einiges. Vor allem zum Beispiel, wie man an solchen Müll rankommen soll. Ah, was? Das macht so viel Schaden jetzt? Ernsthaft jetzt? Okay, muss aber jetzt erstmal den Erdbeben ersetzen. Yes, attack up. Sehr gut. So. Warte, wenn ich Attack up hab, ne? Dann muss ich doch... Yes! Geil! Ihr solltet mich fürchten! Ich habe Upgrades auf meiner Seite. Ich will wissen, was hier überall ist. Oh, hier sind wirklich unsichtbare Blöcke. Da war ein One-Up, glaube ich, drin oder so. Aber leider müssen die Idioten hier erstmal verschwinden. Mach ich den? Ja, mach ich. Immer schön den Erdbeben. Ist immer sehr wertvoll und sehr stark. Apropos stark. Lucky Lester ist auch ziemlich stark, wenn ihr mich fragt. Yeah. Da. Wollen die etwa nicht aufgeben? Ich glaube, es hakt, Kollegen. Haut ab. Verschwindet von hier. Danke. So, ich will schon mein Item, bevor es verpufft. Lebenspilz. Ich glaube, das ist der One-Up, oder? Lass mal kurz sehen. Ja. Sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Wo war das hier? Ach, keine Ahnung. Eins von denen war das auf jeden Fall. Okay. Aber was müssen wir denn jetzt tun? Wir haben jetzt neue Schuhe, neue Power. Kommen wir damit irgendwo auf Blöcken drauf? Also irgendwo muss da jetzt dadurch weitergehen. Oh mein Gott. Warte mal. Da gab es doch irgendwo eine Röhre, an die wir nicht rankamen. Da kommen wir doch bestimmt jetzt ran. Jetzt, wo wir den besseren Jump haben. Ah, Mist, wo war denn die? Da ist ein Gegner, ist ein Gegner? Ja, ja, hier ist ein Gegner, Mist. Hier zum Beispiel kommen wir jetzt dran. Das kann sein, dass es der Weg ist. Huh. Sternwind. Oh, 6. Angriff auf alle. Nehme ich mit. Lass mal sehen. Huh. Ist hier irgendwie noch oben was? Ich habe das Gefühl... Nee. Doch. Doch. Hier sind unsichtbare Blöcke. Boah, das ist aber manchmal echt schwer auszuführen, weil man muss schon einen großen Sprung machen und dann nochmal. Oh Mann. Hä, ist das nicht richtig? Vielleicht stehe ich ungünstig. Ja, ich stehe ungünstig. Na komm. Na komm. Mach den Jump, Mario. Danke. Okay. Yippie! Hopp, 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 hopp. Super. Hast toll gemacht. Nichts nice. Die Tür ist von der anderen Seite fest verschlossen. Und wofür habe ich das dann gemacht, hä? Oh, hell no. Achso, wieder bei den Kollegen da. Nee, nee. Von denen habe ich gerade kein Geld. Ich habe mein ganzes Geld für Orden ausgegeben. Nicht so gut, ne? Na gut, da bin ich hier umsonst lang gegangen jetzt. Okay, schnell weg, schnell weg. Dann war es woanders. Dann war es. Hier! Nee, okay, hier eigentlich auch nicht. Aber was ich gesehen habe, ich habe den Block aktiviert. Ich habe den gefunden und ich glaube, hier sind noch mehr. Ja, hier sind noch mehr.
absolut keine Ahnung, wofür das hier ist. Ich glaube, ich weiß, wofür das ist. Das hier ist dafür da, dass man es auch schon bevor man den Sprung hat, erreichen kann, diesen Ort. Aber ich bin halt nicht schlau genug gewesen, um das zu checken. Also haben wir diesen Ort erst jetzt. Ist aber nicht so schlimm. Ich bin gerade durchgesprungen. Geil. Jedenfalls können wir jetzt noch jemanden upgraden. Und wisst ihr was? Ich habe richtig Lust, Lucky Lester zu upgraden. Also machen wir das auch. So viele Blöcke von denen gibt es jetzt auch nicht mehr. Also immer schön Ausschau halten nach denen. Aber wo geht es jetzt wirklich weiter? Vielleicht hier? Also ihr wisst schon, das ist der Raum, nachdem man bei dieser Waage war mit den Stachelgumbas. Ich weiß nicht. Es könnte hier sein. Es könnte aber auch komplett woanders sein. Aber ich hatte jetzt die Überlegung, dass hier vielleicht irgendwo unsichtbare Blöcke sind, die wir wieder aktivieren müssen, um hier durchzukommen. Aber irgendwie nicht. Oder dass man einfach so darüber springen kann, aber das geht ja auch nicht. Seltsam. Dann geht es hier wohl auch nicht weiter. Ernsthaft? Der Noob da? Ja, ich wollte schon sagen, der macht nicht mal Schaden, ey. Ja, komm, hauen wir ab. Kein Bock auf diese Noob-Kacke hier. Mach mich mal schlau. Und lass mich nicht nochmal treffen. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Oh Mann. Freunde, ich konnte es nicht finden. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Da gibt es nur noch einen, der mir helfen kann. Und zwar Merlon. Er ist der Allwissende. Komm schon. Du musst... Warum ist der Ninji? Oh, du bist es. Du kommst gerade richtig. Da wartet jemand auf dich. Der Ninji, oder was? Nett, dich kennenzulernen. Ich komme aus dem Sternental. Das Sternental liegt in der Biber-Region, ein kalter Ort im hohen Norden, fast am Ende der Welt. Merle, der von dort stammt, sagt, dass er dir etwas sehr Wichtiges mitteilen muss, Mario. Merle aus dem Sternental ist mein Sohn, Mario. Es scheint, als würde er dich brauchen. Wenn er nach dir sucht, kannst du dir sicher sein, dass etwas von höchster Wichtigkeit ansteht. Du musst ins Sternental gehen. Verschwende keine Zeit. Ja, bitte beeil dich. Ich darf voraus und werde Merle über dein Kommen informieren. Ich glaube, irgendwo tief unter der Stadt gibt es eine Röhre, die mit Biber City verbunden ist. Das Sternental ist ganz in der Nähe von Biber City. Mario, lauf rasch zu meinem Sohn. Er wartet auf dich im Sternental. Na gut. Aber wir waren doch gerade im Untergrund. Und diese blaue Tür, die wir gefunden haben, die zum Biber-Tal führt, die ging ja nicht auf. Oder tut sie jetzt auf magische Weise aufgehen? Hat der Ninja die jetzt aufgemacht? Wartet der da jetzt auf uns? Das kann sein. Es würde mich definitiv nicht wundern, wenn das der Fall sein sollte. Ich werde da ganz rasch hingehen und dann sehen wir uns da gleich wieder. Das ist ja langweilig jetzt. Das kennen wir ja schon den Weg. Deshalb, ja, mach ich den Weg eben. War es nicht hier? Ja, hier war das. Yeah, endlich gefunden. Ich bin wieder mit den Stacheln lang gegangen und alles und habe mich wieder verirrt. Hier sind wir wieder. Und auf einmal ist die Tür auf magische Weise aufgegangen. Klasse. Hör mal die Musik hier. Na gut, dann würde ich sagen, ab geht die Post. Ins ganz kalt. Fühlt man sich wie im Frierraum. Okay. Oh, das war ja geschenkt. Okay, nehmen wir mit. Okay, 3, 4, 5. 5 Mal können wir noch. Ich würde sagen, als nächstes entweder Cooper oder Bombette. Aber nur, weil ich sie mag. Aber mittlerweile brauche ich die Blöcke nicht mehr. Ich mache die jetzt nur noch, damit ich halt irgendwann alle Partner geupgradet habe. Aber wie gesagt, brauchen tue ich es nicht. Oh, so schön. Wo ist sie hingesprungen? Immer noch sehr kalt hier. Rutscht man hier? Nee, okay, ich dachte gerade, man rutscht, aber nup. Noch nicht. Aber sieht die Textur da unten? Sieht aus, als wäre da so eine Maske oder so ein heulendes Gesicht oder so da dran mit so kribbelndem Text.
Und keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, was ich hier sehe. Ich sehe nur, dass wir hier jetzt in Kapitel 7 ankommen. Kristallene Träume. Der letzte Stern wartet auf uns. Also los geht's, keine Zeit verschwenden. Und auch dieses Kapitel werden wir wahrscheinlich ein bisschen backtracken, bevor wir 8 machen. Junge. Also, für die, die es nicht wissen, ich liebe Schnee und das ist gerade ein Traum. Das ist gerade schön, hier einfach zu sein. Mit den ganzen Fettpinguinen. Hallo, dies ist die nördlichste Stadt des Landes, Bibber City. Du kommst aus Toadtown? Das ist ja sehr, sehr weit weg. Willkommen in Bibber City. Hi. Was geht ab? Zum Sternental. Ja, sicher. Geh von der Stadt aus nach Osten. Aber du musst vorsichtig sein. Ich kann mich erinnern, dass der Weg regelrecht mit Monstern gepflastert ist. Allein der Gedanke daran lässt mich jetzt zittern. Als ich momentan zu hören bekomme, sind schreckliche Gerüchte. Was soll nur aus dieser Stadt werden? Das kann ich dir nicht sagen, Mann. Das kann ich dir nicht sagen. Okay, wenn wir nach Osten sollen, dann gehe ich einfach noch. Nee, und sollen wir schon nach Westen. Hey, du hast eine Mondkarte! Naja, immerhin ein Anfang. Ich habe eine Sonnenkarte. Ich bin wohl etwas stärker als du. Hey, was soll das heißen? Was heißt das im Dojo? Gibt es wieder Kämpfe? Da sollen wir mal uns wieder vorbeischauen, glaube ich. Diese Stadt ist in letzter Zeit ziemlich gefährlich geworden. Vor kurzem habe ich einen verdächtigen Fremden hier rumstreifen sehen. Er schien auf der Suche nach jemandem gewesen zu sein. Der sah schon sehr zwielichtig aus. Ich frage mich, wo er jetzt wohl ist. Nee, ich frage mich das aber nicht. Das Sternental und der Bibberberg sind ganz in der Nähe. Aber wenn du dorthin willst, solltest du dich besser warm anziehen. Versteht ihr? Okay, dann. Oh, jetzt geht's ja weiter. Pingi, pingi, pinguin, pop, Vögelrhythmus, pinguin, hopp. Männer aus Schnee in einer Reihe, ein Eimer der Hut ihrer Häupter sei. Cool sind auch ihre Augen und Nasen. Schal um den Hals und die Winde sollen blasen. Okay, er hat ja eine gute Stimmung. Ist doch so ein bisschen dekoriert, als wäre bei Weihnachten, Alter. So viel Rot und alles. Kollege? Hat jemand Lust auf ein köstliches Sorbet? Erdbeergeschmack? Oder Wassermelone? Oder meinen Lieblingsgeschmack? Reife Mandarine? Hoho, ich liebe Sorbet. Oh weh, oh weh. Leute, die aus anderen Städten herkommen, müssen glauben, dass es nirgendwo kälter sein kann als bei uns. Ich bin aber daran gewöhnt. Aber ich hörte, irgendwo soll es inmitten von heißen Wüsten sein eine Stadt geben. Also das wäre nun wirklich unerträglich. Ich persönlich glaube ja nicht, dass etwas wirklich existiert. Ja, sowas existiert auch nicht. Wir ignorieren einfach, dass Kapitel 2 jemals stattgefunden hat. Vor kurzem kam ein sehr zwielichtiger Charakter in die Stadt. Er ist herumgerannt und hat sich die Lunge aus dem Leib geschrien. Das war sehr merkwürdig. Etwas Eigenartiges geht in unserer friedlichen Stadt vor. Und ich werde es herausfinden. Viel Erfolg. Bong. Kaputt. Oh, die Pinguinmutter. Oh, wir haben einen Gast. Willkommen, Sie armer Mann. Sie müssen ja halb erfroren sein. Wenn Sie meinen Mann sprechen wollen, gehen Sie bitte nach nebenan. Gehen Sie nur. Treten Sie ruhig ein. Okay, ich trete ein. Oh nein. Besoffen oder was? Keine Antwort. Bürgermeister Pinguin bewegt sich keinen Millimeter. Was ist das? Er hält einen Zettel mit der Aufschrift Haringway in seiner Hand. Schatz, Liebling, möchtest du eine Tasse Tee? Schatz, wenn du auf dem Boden schläfst, kannst du dich ganz leicht erkälten, das weißt du doch. Ich glaube, das ist gerade nicht das größte Problem hier. Oh mein Gott, sein Puls! Also der ist jetzt aber nicht wirklich tot, oder? Hilfe, hilf mir doch, mein Mann ist tot, er wird ermordet! Es ist ein Pinguin-Mordfall! Dum, dum, dum. Das kann doch nicht sein, in einem Nintendo-Spiel! Was geht hier vor, gute Frau? Beruhigen Sie sich doch, Sie müssen langsam sprechen, damit mein scharfer Verstand Ihnen folgen kann. Mein Mann ist tot! Sehen Sie, da liegt er! Oh, mein lieber Mann! Irgendjemand hat ihn kalt gestellt! Okay, lass mal sehen, Mann.
bei den Barten des Pottwalds. Sie haben recht, der Bürgermeister wurde ermordet. Alter. Das ist ja wie in einem Krimi. Mit dem Unterschied, dass dies hier real ist. Wie dramatisch. Aber, gnädige Frau, wenn ich fragen darf, wer in aller Welt hätte Grund dazu gehabt, diesen Pinguin auf Eis zu legen? Der da, genau der, der war mit dem verdächtigen Schnauzbart. Ich habe ihm nicht gestattet, das Haus zu betreten. Trotzdem ist er einfach reingestürmt. Hey, ich dachte, ich mache so die Pokémon-Taktik, erwarte ein Item dafür jetzt danke, dass ich die Tür aufgemacht habe oder so. Mein Mann war noch am Leben, bevor dieser Kerl hier auftauchte. Er muss der Mörder sein. Hey, du da, Staatsmann, hörst mir zu? Diese rechtschaffene Frau beschuldigt dich. Was hast du zur Verteidigung zu sagen, hä? Eh? Oh, it is not to be. Versuch nicht, mich für dumm zu verkaufen, Kumpel. Ich bin ein Profi. Wir haben hier einen Zeugen. Das stimmt doch, Gnädigste. Ja, ja, so ist es. Er hat es kaltblütig getan. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Außerdem bist du der Einzige, der diesen Raum betreten hat. Die Beweislast ist erdrückend. Hey, Leute, ihr müsst mich nicht gleich rausvoten. Ja, ich war es wirklich nicht, okay? Sie lügt. Verdammt. Du bleibst also bei deiner Story, dass du nicht der Täter bist? Mhm. Was? Du bist von einem Rätinmann. Mario ist kein Mörder. Das ist vollkommen lächerlich, ey. Wenn du die Wahrheit sagst, dann haben wir es mit einem Hinterzimmermordfall zu tun. Oh, dafür bin ich nicht ausgebildet. Ich bin doch ein Azubi. Ein Hinterzimmermordfall. Ein hochrangiger Pinguin ist tot. Wie kann sich so etwas Furchtbares nur in unserer friedlichen Stadt ereignen? Du, Herr Staatsmann, nochmal fürs Protokoll. Du schwörst, dass du es nicht getan hast? Mhm. Okay, dann glaube ich dir. Das war ja einfach. Aber das bedeutet, dass wir den wahren Mörder finden müssen. Ah, perfekt. Ich gebe dir eine Chance, ja? Da du behauptest, nicht schuldig zu sein, musst du mir selbst den Mörder bringen. Wenn du das tust, dann glaube ich dir. Das ist die einzige Möglichkeit. Ich glaube, im echten Leben würde das nicht so einfach funktionieren. Aber na gut. Ja, lass uns erstmal frei rumlaufen. Nun gut, ab mit dir. Da sich deine Unschuld noch nicht bewiesen hat, muss ich dir verbieten, dich zu verlassen. Oh mein Gott. Ist er wirklich tot? Also, wenn ja, wäre das echt crazy für ein Nintendo-Spiel. Aber jetzt ist mal wieder die entspannte Musik. Was geht bei euch ab hier? Die Kiddie-Bande, ja. Bäckermeister Pinguin wurde ermordet! In seinem Hinterzimmer! Und keiner hat auch nur die leiseste Ahnung, wer es getan haben könnte! Oh, das kann nicht sein! Das ist so, als wären wir inmitten einer von Hearing Ways Geschichten! Wie konnte es so etwas Schreckliches nur in unserer kleinen friedlichen Stadt geschehen? Wer könnte so etwas tun? Die Frau des Bürgermeisters sagte, der Mann mit dem Schnauzbart hat es getan. Und dabei dachte ich, er sei ein richtiger Gentleman. Aber man sollte einfach niemandem trauen, der einen riesigen Hammer mit sich rumträgt. Boah, wie furchtbar! Das zeigt mir nur, dass man den ersten Eindruck nicht glauben sollte. Hey, was habt ihr gesagt, großer Hammer, hä? Warte mal. Seht ihr das? Unter den Pinguinen. Da ist was. Ich komme da aber nicht durch. Ah, Mann. Muss ich wirklich jetzt warten, bis die abgehauen sind? Sperren die mir jetzt wirklich den Weg dafür? Achso, man muss sowieso eine Stampfattacke machen, ne? Wir machen ja nochmal eine Stampfattacke. Oder ist es die neue Stampfattacke? Das könnte sein. Das kann doch nicht sein. Komm jetzt! Mann! Geht das wirklich nicht? Sind die da im Weg? Ich habe mal endlich mal ein Secret gefunden und dann darf ich es nicht machen. Ganz, ganz toll. Na komm, hauen wir ab. Hauen wir ab. Halt mich warm, bitte. Danke. Gut, also niemand glaubt uns. Alle denken, wir sind der Mörder. Aber wir kriegen zumindest noch die Chance, uns zu beweisen. Also die gehen nicht direkt auf Angriff, so wie die Pinguine im Mario-Film. Was ist mit dir los? Wenn ich der Mörder von Bürgermeister Pinguin bist, dann solltest du mir besser einen Beweis vorlegen. Bis dahin darf ich dich nicht aus der Stadt lassen. Ich werde mich keinen Zentimeter von meinem Posten entfernen. Ich meine es ernst. Es hat keinen Sinn zu versuchen, mich wegzubewegen. Bin ich zu hart? Verzeihung. Ich könnte dich wegpusten einfach. Aber, na gut. Du. Gucken wir uns in der Stadt. Was? Ich glaube, hier waren wir schon, oder? Nee, hier waren wir noch nicht. Ich glaube, wir waren noch nicht. Das ist Hemingways Haus. Er ist ein Schriftsteller. Hemingway sollte eigentlich da drin sein, aber ich habe ihn letzte Zeit nicht mehr gesehen. Das ist ja seltsam.
Ja, der Notiz sagte auch Haringey. Also ich glaube, dass Haringey es war. Er wollte einen echten Krimi machen. Nicht nur immer seine blöden Geschichten. Hör, was macht Nien hier? Wenn man von mir was in die spricht, muss man unweigerlich ans Schlitterschuhlaufen denken. Skifahren ist ja auch nicht übel, aber nicht, wenn ein Monster sein Unwesen treibt. Draußen im Schnee kann es ganz schön unheimlich sein, deshalb wird bevorzugt für Schlittschuhlaufen in der Stadt. Yeah, yeah! Was war der denn hier? Oh, das ist ein Schlüssel. Komm ich denn da hin? Oh. War ich nicht. Warte, bevor ich das kaputt mache, will ich mir aber noch ein bisschen umschauen. Nee, ist nix. Ist hier nix? Wirklich nicht? Scheinbar nicht. Kollege, was geht ab? Dieses Gebäude ist eine Lagerhalle, aber niemand kommt hinein, weil ein dusseliger Wächter den Schlüssel verloren hat. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn verloren habe. Ich sollte meine Spur zurückverfolgen. Hey, hör mal, wenn du irgendwann einen Schlüssel findest, dann lass mich bitte wissen. Also ich habe ihn gefunden. Was? Hallo? Du bist der hauptverdächtige Mordfall Bürgermeister Pinguin. Du darfst dich halt nicht verlassen, hä? Spinnst du? Okay. Ich sagte! Ich spreche nicht mit Pinguin-Mördern. Okay, Ingi, alles gut. So, dann. Na komm. Ein Sprung noch. Ah! Oh, das war ein bisschen zu viel des Guten. Erst kommen wir in die Stadt rein, dann werden wir von einem Mord beschuldigt. Und jetzt brechen wir auch noch das ganze Eis hier. Ich meine, zumindest sind wir ein guter Icebreaker hier, aber egal. Der Hallenschlüssel. So, in der Halle. Wird doch bestimmt eine Röhre sein, mit der wir abhauen können, oder? Bitte? So, ich habe einen Schlüssel. Okay, wir machen einfach mal. Muss er ehrlich sehen. Er checkt's eh nicht. Auch wenn das auf ihn drauf faltet, das Haus. Ist aber schön gestaltet hier. Oh, boing. Ich bin Santa, was geht ab? Und rein da. Wow, 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 wow. Was denn, Allah? Was hast du in meinem Kamin zu suchen? Du hast mein Geheimzimmer gefunden. Durch den Kamin. Unfassbar. Du bist also Haringey? Ich? Ja, ich bin's. Der Schriftsteller Haringey. Hast du noch nie von mir gehört? Ich bin nicht von dir. Was? Bürgermeister Pinguin wurde ermordet und ich werde verdächtigt? Das ist doch ein Witz. Das ist lächerlich. Ich hab sowas nicht getan. Ich hab nie gesagt, dass du verdächtig wirst. Du bist wohl sehr misstrauisch. Nun, ich glaube, das wäre ich auch. Mir scheint, ich sollte mal beim Haus des Bürgermeisters vorbeischauen. Das solltest du. Treppe aktivieren. Also gut, komm los. Gehen wir zum Haus des Bürgermeisters. Okay. Gott, das ist ein spannender Mordfall, Freunde. Hey, bleib stehen. Ich bin immer noch schneller als du. Verstanden? Ist er dann jetzt schon wieder hin? Komm, wir müssen uns beeilen. Wir wissen, wie die Story ausgeht. Wir können doch keinen Cliffhanger machen. Nein, ich... Aber... Quizmo, das ist so selten. Na komm, machen wir Quizmo. Machen wir einen Cliffhanger. Quizmo! Ja, ich bin es. Dann wird's mal wieder Zeit. Dafür. Frage. Von welcher Farbe sind die Blöcke, die du mit deinem ersten Hammer zerstören kannst? Gelb. Ja, korrekt. Gratulation, hier kriegst du einen Stern, bitte. Dankeschön. Zwei Fragen richtig beantwortet, sehr gut. Komm mal öfter vorbei, Kollege, ich brauch dich dringend. Ganz, ganz dringend. Okay, nee, komm, kein Cliffhanger. Ich will's jetzt wissen. Ich will's jetzt wissen. Ich kann das nicht nur euch nicht antun, sondern auch mir nicht antun. So, wollen wir dann rein? Ja, komm, rein da. Guck mal, wie ich mitgebracht habe, Kollegen. Oh, du schon wieder? Hast du schon etwas herausgefunden? Hm? Sag mal, der Pinguin hinter dir, ist das nicht Haringey, der Krimi-Autor? Das ist er. Wie? Was? Bürgermeister Pinguin hielt einen Zettel in der Hand, auf dem Haringey stand? Pah, wenn das wahr wäre, hätte ich es ja bemerkt. Hä? Ja, es sieht definitiv so aus, hielt er ein Stück Papier in seiner Hand. Ja, natürlich! Es ist ein Hinweis auf einen Mörder!
Mit seinem letzten Atemzug hat der Bürgermeister versucht, uns den Namen seines Mörders mitzuteilen. Idiot. So, Herr Hemingway, Sie kaltherziger Mörder! Jetzt ergibt alles einen Sinn! Kein Wunder, dass Ihre Bücher so aufregend und spannend sind! Sie setzen Ihre eigenen Geschichten in die Tat um! Guter Mann, hast du eigentlich eine Vorstellung davon, wie unglaublich lächerlich du klingst? Hä? Ich bin nicht der Imposter, ja? Glaubst du tatsächlich, ich würde dem Bürgermeister etwas antun? Er war mein bester Freund! Ja, ihr wart gute Freunde. Aber das war nur ein Vorfall, damit niemand dieses abscheuliche Verbrechen, damit sie niemand beschuldigen würde. So ist es doch, oder? Ich habe diesen schwierigen Fall gelöst. Oh, jetzt kommt aber, ja? Du simpler Pinguin. Ich würde niemanden so berechenbar handeln. Außerdem bin ich völlig unschuldig. Ich habe mein Haus schon seit Wochen nicht mehr verlassen, weil ich an einem neuen Roman arbeite. Ich hatte gar nicht die Zeit, mich hierher zu schleichen und den Bürgermeister umzubringen. Ich möchte nur noch sagen, ich bin immer noch der Meinung, der Mann mit dem Staatsanwalt ist der Mörder. Dieser Pinguin-Mordfall wird immer faszinierender. Warte mal. Der ist gar nicht ermordet, Leute. Nächstes Mal weniger Whisky. Oh, tut das weh? Autsch. Oh, mein Kopf. Mein Lank hat wieder! Er ist ein Geister! Oh, meine Güte! Hallo alle zusammen! Was geht hier vor? Was? Bürgermeister, wir sind sehr tot! Unser Hinterzimmermordfall ist ein Irrtum! Was für eine völlige Wende der Ereignisse! Wie? Was redest du da? Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich zum Regal ging, um dieses Souvenir für Hemingway zu holen. Oh ja, natürlich! Ich habe mich danach ausgestreckt, bin ausgerutscht, habe ein bisschen Whisky getrunken. Und mir den Kopf angeschlagen. Macht Sinn. Ja, so ist es geschehen. Und das ist das Geschenk für ihn? Hier, Hemingway, bitte. Das sollte ich dir geben, Mann. In Total war es sehr lustig, weißt du noch? So viele interessante Sehenswürdigkeiten. Ich wünschte, ihr wärt alle dabei gewesen. Sobald sich die Wogen hier etwas geblättet haben, werde ich dir haarklein von meinem Besuch in der großen Stadt berichten. Nun, danke, alter Freund. Das ist sehr lieb von dir. Das ist ein ganz Sixpack. Aber Bürgermeister, wir dachten alle, sie wären ermordet worden. Die ganze Stadt war in Aufruhr. Seien Sie das nächste Mal bitte ein bisschen vorsichtiger, ja? Ein bisschen weniger trinken. Vor allem von den Kindern. Oh, ja, tut mir leid. Haha, ich fand das alles sehr unterhaltsam. Außerdem ist ja jetzt alles wieder in Ordnung. Dem Bürgermeister geht's gut. Ich muss jetzt wieder nach Hause. Mir ist gerade eine Idee für den Plot einer grandiosen Fortsetzung eingefallen. Danke, Mann. Kann ich jetzt gehen? Ich habe nur die besten Absichten. Aber es endet immer damit, dass ich einen Riesenaufruhr verursache. Hallo, nochmal Entschuldigung für alles. Es tut mir sehr leid. Sag, du bist doch Mario. Dann lass mich dich endlich in Bibber City, dem Juwel des Nordens, willkommen heißen. Hi. Was gibt's? Du wirst also hinüber ins Sternental wandern? Ich verstehe. Alles klar. Ich sage dem Torwächter, dass es nicht passieren lassen soll. Pass gut auf dich auf. Danke, Mann. Und pass gut auf euch auf, denn in den eisigen Tagen müsst ihr immer aufpassen, wo ihr euch hinbewegt. Sonst treibt ihr auf die Schnauze, trinkt ein bisschen Whisky und dann seid ihr so wie der. Nicht gut.